Holy shit, Alter. Das erste Mal live aus der Halle. Das allererste Mal live nach der Pause. Mir geht's tatsächlich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Im Gegensatz zu vor der Pause. Ich will auch gleich noch ein bisschen was erzählen, wie die Pause für mich war und was es genau für Hintergründe hatte. Ich hatte es ja schon ein bisschen in dem Video hier angerissen, aber da will ich euch gleich auch noch mal ein bisschen drüber quatschen. Ich war auch in der Pause echt oft versucht, einfach mal live zu kommen, aber ich habe es tatsächlich gelassen, weil ich gesagt habe, ey, ich muss die Pause, wenn richtig, machen. Freunde, welcome in meinem neuen Streaming-Raum. Montag haben wir damit angefangen. Es ist, wie gesagt, noch nicht alles zu 100% fertig. Ihr seht auch noch gar nicht die Seite. Die könnt ihr auch bald sehen, weil ich noch eine zweite Kamera hier installieren würde. Weil hier haben wir so Akustik-Panels selber gebaut und so. Der Ton sollte eigentlich auch sehr, sehr, sehr wild und nice sein. Ah, sieht trotzdem schon sick aus. Ich find's auch herbe gemütlich. Mir war es wichtig, dass es so voll den Chiller-Vibe bekommt. Wisst ihr, was ich meine? So, andere Sache. Ich wollte noch ein bisschen was über die Pause erzählen. Kurzer Fahrplan. Ich möchte mit euch über die Pause sprechen. Ein bisschen so, wie es für mich war, was ist in der Pause überhaupt alles passiert. Dann möchte ich gerne ein kleines Q&A vielleicht machen. Fragen, die ihr zur Halle habt. Also zu dem ganzen neuen Ding, ihr habt hoffentlich alle die Roomtour gesehen. Könnt ihr mir gerne in den Chat schreiben, wie findet ihr denn die Halle? Da würde ich mich heute auch gerne mal drüber quatschen. Hier, das Video habe ich ja vor einer Woche knapp hochgeladen. Wie findet ihr das? Das ist ja auch ein absolut neues Kapitel für mich. Das ist ein Ding, so ein kleines Q&A würde ich gerne dazu machen, einfach mit euch ein bisschen über das Thema Halle sprechen. Ich habe jetzt schon ziemlich viel rumgelabert. Thema Pause. Also, ich mache mal kurz meinen Kalender auf. Kurz mal, um alle abzuholen, die nicht wissen, worum es überhaupt geht. Das letzte Video, was ich auf Angestreamt hochgeladen habe, das erklärt es eigentlich ganz gut. Ich habe das allererste Mal seit meiner Schulzeit, basically seit 5 Jahren, also vor 5 Jahren bin ich aus der Schule raus und habe dann basically direkt angefangen, Fulltime YouTube zu machen. Erst noch mit einem Channel, der 2000 Abonnenten hatte, und dann bin ich relativ schnell zu Ju gekommen. Und seit dieser ganzen Zeit habe ich halt nonstop durchgeballert. Ich war einmal 2 Wochen im Urlaub und ein paar Mal kurz oder so, aber nichts Längeres. Und das war das erste Mal, dass ich jetzt wirklich länger Pause gemacht habe. Und das war der ganze Oktober, das habe ich kurz hier erzählt, weil ich mir auch einfach mal Zeit nehmen wollte, bevor wir jetzt hier neu in die Halle gehen, mich mal ein bisschen zu finden, ein bisschen zu überlegen, yo, wohin möchte ich gerne, und einfach auch ehrlicherweise mal ein bisschen zu verschnaufen, weil ich war schon sehr ausgelaugt auch, bin ich ganz ehrlich. Also das ganze Jahr war fucking crazy, so mit Next Level und all dem ganzen Kram. Und da brauchte ich einfach mal so einen kleinen Break. Und den habe ich mir jetzt im Oktober genommen. Und ich würde euch einfach mal gerne erzählen, was ich in dem Break gemacht habe. In der Pause, Leute, das klingt wieder dumm, ne? Aber ich war halt auch nicht ganz untätig in der Pause. Ich habe ein bisschen was gemacht. Und zwar vor allem habe ich an 2 Dingen gearbeitet. Ich habe mal zur Abwechslung keine Videos gemacht. Aber ich habe an Merch gearbeitet. An den neuen Klamotten. Sehr, sehr viel ist da abgegangen. Sehr viel ausprobiert mit Stoffen, welche Schnitte, wie genau veredeln wir das, sticken wir das, wie könnte man Patches vielleicht nochmal cooler machen, weil wir auch mehrere Kleidungsstücke direkt wieder haben und sowas. Da war ich viel unterwegs, das heißt, da ging es viel, viel hin und her, und das wird auch sehr, sehr cool. Also die neuen Klamotten, die kommen noch diesen Monat, sehr, sehr wahrscheinlich. Wir sind jetzt gerade in den letzten Zügen. Das Einzige, was gerade so ein bisschen schwierig ist, ist halt durch Corona, ist halt so Materialknappheit ein bisschen weltweit. Aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, das alles gut hinzubekommen. Ich gebe euch aber dann nochmal Bescheid. Aber stell dich drauf ein, diesen Monat soll es soweit sein. Die zweite große Sache war Next Level 2. Ich habe es ja schon in der Roomtour. Falls ihr die echt noch nicht gesehen habt, schaut sie euch bitte, bitte an. Das ist ein riesiges neues Kapitel in meinem Leben, ohne Scheiß. Also es ist so ein Neuanfang für mich. Wir haben jetzt eine Halle hier, so eine riesen, riesen Halle, aus der streame ich gerade auch. Und in dieser Halle möchten wir halt auch für Next Level 2 Sachen testen. Und zwar, actually, hier hinten seht ihr ja ein Fenster, ne? Hier, das ist ein Fenster, und hinter diesem Fenster verbirgt sich quasi der Raum, der Next Level 2 Raum, wo wir die ganze neue Next Level Technik aufbauen und testen. Und diese ganze neue Technik, ich habe mich da schon monatelang drüber informiert, logischerweise, aber letzten Monat waren so die finalen Züge, und ich habe da mit vielen Leuten gesprochen und dann tatsächlich auch die neue Technik bestellt. Das erste Video mit dieser neuen Technik kommt tatsächlich wahrscheinlich morgen raus, so wie es aussieht. Also es ist eigentlich fertig, wir machen gerade nur so die letzten Sachen. Das heißt, das kommt morgen raus. Das heißt, das war auch so eine Sache, wo ich mich noch ein bisschen mit beschäftigt habe. Die Hauptsache, die ich tatsächlich in diesem Monat Pause gemacht habe, war einfach mal ein bisschen
Zeit für mich zu nehmen. Ich war mal meine Eltern länger besuchen, ich war mit meiner Freundin im Europapark, war da allgemein ein bisschen unterwegs und habe einfach mal ein bisschen gechillt, habe Zeit genossen, habe mal tatsächlich ein bisschen mehr Zeit zum Kochen genommen und so. Ich habe so viel drüber nachgedacht, wie möchte ich jetzt weitermachen in Zukunft, weil ich jetzt nächstes Jahr oder Ende diesen Jahres ungefähr 10 Jahre YouTube mache und nach den 10 Jahren ist halt dann auch immer mal so eine Frage, wie will man weitermachen, sollte man was ändern und bla. Und darüber habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht in der Pause tatsächlich, weil ich halt auch mit Next Level, also Next Level, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, war für mich einfach so das Krasseste überhaupt. Und das war das geilste Projekt und ich lieb's. Ich habe richtig gemerkt, ich liebe sowas und ich möchte mehr sowas machen. Also habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie kann man das vielleicht nicht mehr nur einmal kurz im Jahr machen, sondern halt irgendwie länger und noch größer aufziehen und vielleicht wirklich zu einer eigenen Sache machen, die vielleicht auch ein bisschen abgekoppelt von YouTube ist und so. Und wie kann ich meine YouTube-Videos ein bisschen anders gestalten, dass die auch wieder so neuen Wind reinbekommen, weil ich persönlich finde, ich weiß nicht, wie ihr das... Oh, das war laut. Wie ihr das seht, wir haben halt jetzt super, super viele Selbstexperimente gemacht. Alles von Kaung, Jojo lernen, Zaubern lernen, Penspinning lernen, Luft anhalten lernen, Feuer jonglieren lernen, eigenen Doku-Film machen, Drohne bauen lernen, Spiele programmieren lernen, also wir haben super, super viele Selbstexperimente gemacht und für mich ist es gerade an so einer Zeit, ich habe gerade nicht mehr so viel, ist es mir in der Pause so ein bisschen klar geworden, ich habe nicht mehr so viel Drive gerade, diese Selbstexperimente zu machen und deswegen habe ich geguckt, dass es mir überlegt, es ist ein bisschen Zeit für was Neues, Zeit für neuen Content, Zeit für frischeren Content, weil diese Selbstexperimente machen auch wieder, mittlerweile auch wieder ganz, ganz schön viele YouTuber so auf YouTube. Es gibt mittlerweile einige YouTuber, die so Selbstexperimente machen. Als ich damit angefangen habe, war es eigentlich nur basically Tomatolix und dann Tomary noch und dann kamen noch mehr Leute dazu und ich habe Bock, es ist Zeit für was Neues und ich bin der festen Überzeugung, ihr werdet es feiern. Also es ist jetzt nichts, so dass ich jetzt auf einmal anfange mit Let's Plays. Es ist trotzdem noch so in dieser Bubble von wie wir lernen Sachen, wir bauen coole Sachen, aber ein bisschen was anderes so. Also was Neues. Das ging auch noch in der Pause ab. Das heißt, eigentlich war die Pause relativ unereignisreich, neben dieser ganzen neuen Technik für Next Level, was sehr, sehr exciting ist, und halt Klamotten-Design so. Was in der Pause halt auch noch passiert ist, ist, dass Passi und ich auseinandergezogen sind. Also wir wohnen jetzt nicht mehr in einer WG. Keine Sorge, ich kann schon mal spoilern, wir haben uns nicht zerstritten, obviously. Also wir sehen uns hier eigentlich noch daily in der Halle. Wir wohnen einfach nur nicht mehr zusammen. Wir haben jetzt knapp über 2 Jahre zusammen gewohnt. Und machen das jetzt nicht mehr. Ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen, Passi auch. Das ist noch wirklich ein Life-Changing-Ding gewesen für mich. Einfach jetzt nicht mehr nur in der WG zu wohnen, sondern jetzt mit meiner Freundin zusammen zu wohnen und so. Das ist natürlich auch nochmal ein Big Step, der passiert ist. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas vergessen, was noch in der Pause passiert ist? Ja genau, ich war im Europapark. Tage am Stück bin ich einfach nur, bestand meine Tage aus, oh ja, ich gehe mal einkaufen, dann gucke ich mal eine Serie, gehe mal spazieren, mal in die frische Luft, treffe ich mal mit Freunden, gehe mal was essen. Also basically einfach mal ein bisschen Freizeit. Ich weiß nicht, ob man mir das anmerkt, ich bin auf jeden Fall deutlich weniger am Limit gerade. I'm not gonna lie, so das ganze Umzugsding in die Halle war sehr, sehr stressful. Also die Pause hat direkt geendet mit 100 Milliarden Prozent Harakiri, weil wir jetzt in anderthalb Wochen 3 Videos produziert haben, hier noch in die Halle umgezogen sind, auf einmal Streaming-Räume hier bauen, auf einmal Büroräume noch einrichten müssen, dann noch auf einmal Next-Level-Technik neu umprogrammieren. Also es war wieder mega fucking viel los. Ich habe mein erstes eigenes Auto, was auch ganz geil ist. Das heißt, ich bin endlich mobil, das macht voll Spaß. Ich hab einen E-Wagen geholt. Sehr, sehr geil. Also, Fazit von der Pause war die richtige Entscheidung und ich kann euch nur am wärmsten ans Herz legen, auch wenn man, also gerade vielleicht auch an YouTube-Kollegen oder sowas, die das gerade sehen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr geht auf dem Zahnfleisch und seid so ein bisschen am Ausbrennen, nehmt euch die Pause. Ich weiß, man hat mega Schiss, dass wenn man zurückkommt, niemand mehr da ist, den hatte ich auch. Aber ich merke es gerade einfach auch, wie viele von euch auch direkt hier wieder einfach im Stream sind. Freut mich. Und so, und deswegen, ich bin froh, wieder zurück zu sein.